Seit Mittwoch können sich alle Rheinland-Pfälzer zwischen 70 und 79 Jahren für eine Corona-Schutzimpfung registrieren lassen. Wie das Gesundheitsministerium nun mitteilte, meldeten sich bereits am ersten Tag rund 120.000 Bürger der betroffenen Altersgruppe für eine Impfung an. Zu Komplikationen mit dem System kam es trotz dem großen Ansturm jedoch nicht. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt in mehr als 300 Fällen wegen des Betruges im Zusammenhang mit den staatlichen Corona-Hilfen. Wie der SWR berichtet, sollen die Beschuldigten demnach falsche Angaben bei ihren Anträgen gemacht haben. Die Ermittlungen richteten sich hauptsächlich gegen Einzeltäter, die unterschiedliche Betrugsmaschen genutzt haben sollen. Zum Beginn der neuen Woche sollen in Koblenz die Busse der COWEB zum größten Teil wieder nach dem normalen Fahrplan fahren. Das hat nun die Stadt Koblenz mitgeteilt. Die COWEB erwartet demnach eine verstärkte Nutzung des Linienbusverkehrs, insbesondere durch den Schülerverkehr. Ab diesem Zeitpunkt werden daher auch wieder die regulären Einsatzwagen zur Schülerbeförderung und Verstärkung der Linien eingesetzt. Am Donnerstagnachmittag ist es auf der Autobahn A3 in Richtung Frankfurt zu mehreren gefährlichen Staus gekommen. Wie die Autobahnpolizei im Montabaur mitteilte, war der Ausgangspunkt für das Verkehrschaos der Unfall eines 23-jährigen Mannes. Den Angaben zufolge verlor dieser aufgrund unangepasster Geschwindigkeit sowie falscher Bereifung die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Leitplanke sowie einem neben ihm fahrenden Sattelzug. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.